In den USA hat heute der Agrarriese Monsanto seine Zahlen für das vierte Quartal vorgelegt. Das Geschäft floriert, doch trotz aller wirtschaftlichen Erfolge bleibt der Saatgutkonzern in der Kritik. Jetzt hat auch die Umweltorganisation Greenpeace die EU aufgefordert, mögliche Importe von Genpflanzensorten zumindest vorläufig zu stoppen. Vor zwei Wochen hat die Studie des französischen Wissenschaftlers Seralini die Öffentlichkeit aufgeschreckt. Bei einem Langzeitexperiment mit Ratten ist er zu dem Schluss gekommen, dass der vom Großkonzern Monsanto vertriebene Genmais krebserregend sei. Inzwischen hat die Debatte auch die EU-Ebene erreicht. Aus Brüssel Caroline Olivier und Raymond de Saguerre. Die Schockbilder gingen um die Welt. Ratten mit Riesentumoren. Laut dem französischen Forscher Seralini das Ergebnis einer zweijährigen Fütterung mit Genmais von Monsanto. Seither tobt eine Debatte darüber, ob seine Studie wissenschaftlich sauber ist oder nicht. Eine Frage stellt sich aber in jedem Fall: Warum gibt es nicht mehr Langzeittests für Genpflanzen? Was diese Studie deutlich macht, ist, dass es Lücken gibt im Zulassungsprozess von Genpflanzen auf europäischer Ebene. Die Vorgaben sind völlig unzureichend, vor allem was die Untersuchung von Langzeitwirkungen betrifft. Die werden bisher nicht getestet. Bevor eine genmanipulierte Pflanze auf den europäischen Markt kommt, muss das Europäische Institut für Lebensmittelsicherheit grünes Licht geben. Das gibt es erst nach einem Test, der allerdings höchstens über 90 Tage läuft. Kein Grund, das zu ändern, meint die europäische Lobby für Biotechnologie. Es ist eine Prozedur, die gut funktioniert. Es sind die strengsten Zulassungsbedingungen auf der Welt und bis heute gab es keinen Grund, diese Vorgehensweise in Frage zu stellen. Doch auf europäischer Ebene wächst der Druck. Die Kommission hat nun das Institut für Lebensmittelsicherheit beauftragt, seinerseits die Studie von Seralini zu untersuchen. Ja, bei der Europäischen Kommission stellen wir fest, dass es etwas Neues gibt in dieser Studie, nämlich die Tatsache, dass sie sich auf einen Zeitraum von 2 Jahren bezieht. Wir müssen jetzt diese Studie genau prüfen. Ein Zwischenbericht wird übermorgen erwartet. Demnächst muss die Europäische Kommission allerdings schon über die nächste Zulassung entscheiden. Es geht um einen Genmais der Firma Syngenta. Brüssel wird höchstwahrscheinlich grünes Licht geben. Die 90-Tage-Tests, so das Argument, ergaben schließlich keinen Grund zu zweifeln. Wie verheerend der Anbau von gentechnisch manipulierten Pflanzen für Natur und Mensch sein kann, das mussten Landwirte auf bittere Weise in Indien erfahren. Dazu jetzt die Reportage unserer Korrespondenten David Montaner und Hélène Eckmann aus dem Bundesstaat Maharashtra. In diesem Dorf wollten der amerikanische Chemiegigant Monsanto und seine indische Filiale Mahico ihre neu entwickelte Genbaumwolle anpflanzen. Wie die meisten Bauern im indischen Bundesstaat Maharashtra hatte sich Sandeep von den Versprechungen des Konzerns überzeugen lassen. Sie haben uns ihre Baumwolle angepriesen und gesagt, dass wir mit diesem Saatgut bessere Ernten erzielen würden und keine Pestizide mehr bräuchten. Und sie haben uns sogar versprochen, dass wir schnell reich würden. Doch das erwartete Wunder blieb aus. Stattdessen begann für diese Bauern ein regelrechter Albtraum. Monsanto hat uns betrogen. Schauen Sie, diese Pflanze ist krank und ich muss noch mehr Pestizide verwenden als früher, sonst verliere ich alles. Man hat uns belogen und jetzt sitzen wir in der Falle. Die genveränderten Samen müssen die Bauern teuer bezahlen und obendrein auch noch Pestizide und Dünger in größeren Mengen als früher kaufen. Die unausweichliche Verschuldung hat bereits so manches Opfer gefordert und die Selbstmordrate im Dorf Bambraja ist auffallend hoch. Erst vor kurzem haben sich hier 15 Bauern das Leben genommen, weil sie ihre Schulden nicht mehr zurückzahlen konnten. Einer von ihnen war der erst 31-jährige Sanjay. Mein Mann hat eine Flasche Pestizid gekauft und getrunken. So ist er gestorben. Sanjay hat Mahiko-Baumwolle gepflanzt, aber die Samen taugten nichts. So musste er Schulden machen, um Pestizide zu kaufen, denn unsere Felder waren voller Parasiten. Wir hatten kein Geld mehr. Er hat sich wegen der Genbaumwolle umgebracht. Obwohl der Zusammenhang zwischen Selbstmord und Genbaumwolle nicht in jedem Fall klar zutage trat, verboten die Behörden des Bundesstaats Maharashtra schließlich den Verkauf der Monsanto-Baumwolle. Dem Konzern, der unsere Fragen nicht beantworten wollte, wird obendrein vorgeworfen, er habe schlechtes Saatgut auf den Markt gebracht und durch Versorgungsengpässe die Preise in die Höhe getrieben. Dieser Dorfrat begrüßt die Entscheidung, fordert aber von der Regierung ein generelles Gensamenverbot.
Es wäre lächerlich, nur das Mahiko-Saatgut zu verbieten. Wenn die Regierung wirklich etwas tun will, muss sie genveränderte Baumwolle überhaupt verbieten. Natürliche Samen findet man heute überhaupt nicht mehr. Und deshalb sind wir gezwungen, genveränderte Baumwolle zu kaufen. Ich bin sicher, dass die Konzerne die Regierung bestechen. Sonst hätte sie diese Generzeugnisse schon längst verboten. Indien ist der weltweit zweitgrößte Baumwollproduzent und Mahiko Monsanto besitzt quasi ein Monopol auf indische Baumwollsamen. Sollten noch andere Bundesstaaten ein Verbot beschließen, würde das den US-Konzern empfindlich treffen. Ausführliche Informationen zum Für und Wider von gentechnisch manipuliertem Saatgut, die finden Sie in unserem Internetdossier.